Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir sind heute wieder hier auf der wunderschönen LS22 en Pelleran. Und ihr kriegt natürlich noch einen Systemsound und einmal der Musiksound, damit ihr jetzt was wert ist. Ich bin gerade bei der letzten Fuhr mit den Ballen zum Opladen. Der, was das letzte Video angeschaut hat, der weiß warum, weshalb, etc. Wer es noch nicht weiß, kann in den letzten Folgen nachschauen, beziehungsweise lasst ein Abo da oder einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefällt. So, aber jetzt zuerst einmal der letzte Rest vom Schützenfest. Die letzten 19 Ballen, was wir da haben, Silageballen. Also gute 160.000 haben wir jetzt eingenommen mit den Silageballen. Die zahlen sie aus, blöd gesagt. Es zahlt sie aus, es zahlt sie aus. So, klappst du die bitte noch zusammen? Und dann gehen wir zurückfahren und wir haben bei unserer Silage. Silage. Bei unserem Silo. Jetzt sehe ich heute ähnlich an. Silo, Silage. In unserem Silo haben wir auch das eine oder andere zu verkaufen, wie im letzten Video schon erwähnt. Aber ich hätte jetzt gerne noch was anderes machen. Da wir es auf dem Gold haben, zum einen. Wollte ja so viel wie möglich Gold halten, um im Frühjahr die Weinreben zu bauen. Andererseits könnte man Kredit zurückzahlen. Mir ist aber im letzten Video noch was eingefallen, was glaube ich sinnvoller wäre auf lange Zeit gesehen. Und das werden wir jetzt zuerst machen. Wenn wir gerade ein bisschen Gold übers haben. Jetzt stellen wir halt nur zuerst den den Bandsammler da ab. Den JCB nehmen wir mit, weil das ist der schnellere. Mit dem tun wir nachher die Sachen von unserer Scheiße, bitte, wenn man auch einen Hänger zogen und die Sachen aus dem Silo verkaufen. Da wir mit unserem Scheiße B dezent schneller sind wie mit unseren Fendt. Sehr gut. Ein bisschen kalt, aber gut. Gedacht, ich hätte vergessen einzuschalten, denn die Aufnahme. So, dann lassen wir da mal stehen und dann steigen wir da aus und mal gucken. Steigen wir da aus und dann mal gucken. Aha, aha. Platz für da, was ist das? Geht das aufnehmen nach? Saatgut. Jo. Aber da vorne hat eins Platz, weil das ist ja blöd gesagt unser Linksgelände, unser Arbeitsgelände, Arbeitervermietungsgelände, Lohnarbeiter, unser Lohnarbeiterfirma, das da.
unser Firmenhaus und da Firmengelände. Und das, was halt ist, wir haben da ja da schon eine Solaranlage drauf, wir haben da. Na, geh ich aus. Da eine Solaranlage drauf. Aber es ist noch immer zu wenig und da wir jetzt gerade übers haben, werden wir uns noch eine Solaranlage hinklatschen. Und zwar können wir da aufbauen. Ist das ein Tools drinnen? Ich glaube fast, gell? Na, allerdings Werkstatt um 5000 könnten wir uns auch mal schnell leisten, gell? Auf die Schnalle. Auf die Schnalle wird es auch irgendwie nicht schlecht. Da fahren wir so ein und aus, da machen wir die Kurven. Was nicht stört und wenn wir mit Wollen vorbeikommen. Bitte in der Schnur drehen. Drehen, 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 drehen. Auf euch tradieren. Und wie kann ich mit dem drehen? Damit Q und ja. Es wird gut daher passen, oder? Die 5000 Euro, die nehmen wir uns, weil dann brauchen wir nicht immer zum Dings umfahren, zum Händler. Der ist zwar nicht weit weg, ist sicher sogar von da, wenn wir nicht, weil die Barmer Quartier sind, aber es erspart uns sehr, sehr, sehr viel Weg. Sehr gut, damit haben wir das auch. Aber das war nicht das, was wir eigentlich bauen wollten. Wir wollten eine Solaranlage bauen, deswegen gehen wir da wieder rein und aufbauen. War gerade nur ein Zufall, dass wir das gesehen haben. Landschaftsbau, nein, Dekorationen. Ist das da drinnen? Okay, damit nehmen wir nach. Nein, da ist es nicht drinnen. Das war sonstiges vielleicht. Auch nicht. Generatoren, da, das schaut gut aus. Wie viel bringst du? Du bringst mir im Monat 8000. Wir sind da ganz vorne. Pro Monat 600, 7. Wenn ich 100.000 investiere, sind wir 10. 10 mal 600 ist 6400. Und ja, dafür 70 Zoll. Jetzt sieht er schon mehr. Große Solaranlage auszahlen. Kostet. Schauen wir einfach mal, was am meisten bringt. 900 im Monat. 13.000 im Monat. Kleines Windkraftwerk. Also das wäre schon mal interessant, kostet aber auch 155.000. Das ist, wäre super, wäre optimal, aber zu teuer. Das Gold haben wir nicht. 3.000 im Monat, 3.400, 6.000, 12.000 im Monat. Kostet 150.000. Oh.
produziert Strom, der automatisiert verkauft wird und ihnen Einnahmen bringt, da der Mechanismus für automatische für okay, der hat das auch. Die zwei sind in dem Sinn gleich. Der bringt nur 12.000 teil und der aber 14,40 im Monat. Ist halt beides am Auto, was ich da besorgt habe. 2.400 nur, das ist ein bisschen wenig, das ist auch ein bisschen wenig. Dann schauen wir mal da. Das wäre interessant, wäre aber, ist aber zu teuer. Da wäre das nämlich Windkraft vom Preis her gesehen interessant. Da sagst du 960.000 und das 978.000, aber das bringt nur 36 im Monat und das 68. Und das wäre super. Das wäre super, aber 1,2 Mille müssen wir heute mal erwirtschaften. Deswegen glaube ich, wird es der da werden. Weil dann hätten wir 250.000 und dann haben wir, das ist das, was wir an von der Silage eingenommen hätten. Und wir können nachher noch die Dingsi mit dem anderen, was wir verkaufen, wo wir nachher noch 200.000 für weiteren Ausbau unseres Weinberges. Da noch an und da an, da könnte man bis zu 6 noch ein Hieb an. Wenn wir 6 noch hätten, würde das schon fast 100.000 im Monat bringen. Das Blöde ist halt, bis wir die 150.000 mit dem Ei gearbeitet haben, vergehen 10 Monate. Würde 10 Monate, das heißt, nächstes Jahr Jänner in Game gesehen, hätten das erst rentiert. Besser wie im echten Leben, muss ich sagen. Ja, nicht lange überlegen. Aber wir haben noch andere Arbeiter. Über Außerstein tut er nicht, passt. Ausgerichtet an die Sonne hat er sich schon, passt. Und jetzt darfst du arbeiten und mir Gold bringen. Wir müssen halt schauen, dass wir in der Nacht vom ganzen Tagesumsatz bisschen mehr bloß machen, weil wir zahlen auch immer mehr Kreditzinsen zurück, als wenn wir von dem Gebäude und sonstiges Einnahmen einer kriegen, weil wir haben müssen. Betriebskosten, Gebäude, minus 100, Einnahmen, Gebäude waren bis jetzt 960. Und die Kreditzinsen sind aber 1666. Das heißt, das müssen wir ja, da habe ich noch die Dings hergeschalten gehabt, die was ich ihnen verkauft, deswegen wahrscheinlich das müssen wir halt mit den Solaranlagen so auch treiben, dass ich mehr Sand wie das da. Und jetzt gehen wir weiter verkaufen.
So, komm, gib Gas. Was haben wir gesagt? Verkaufen wir als erstes. Ah, Cookie, Cookie. Wir sind ja nichts nachgekommen. So, gehen wir von oben nach unten. Sockumhirse ist Bestpreis im Jänner. Wir verkaufen die Sockumhirse. Und zwar wohin? Maria Sonne. Warum sage ich immer Maria Sonne? Das heißt Marie Sonne. Marisonne. Markierung setzen. Das ist wahrscheinlich beim Zug, oder? Jo. Next Best Preis ist da. Markierung setzen. Zug um Hirse. Ich hab da nicht einmal seine Kickrad. Aha. Wo muss ich denn hin? Wir müssen schauen, wo der Knopf ist für die Abdeckung. Super. Schönes Jänner-Tag, Alveda. Normalerweise geht's da jetzt dann auch. Mal hier rechts rein. Mal schauen, was wir dafür einnehmen, wie viel wir bloß machen. Das heißt, bei den Missionen müssen wir echt immer schauen, dass wir so viel wie möglich abzweigen. Das können wir im Jänner verkaufen zum Bestpreis. Beziehungsweise, wenn wir noch mehr Felder haben, der ja noch. Immer für Bestpreis an Schaffung.
knappe 20.000 da. 20.000 eigentlich. 19 irgendwas, ja. Knappe 20.000. Kann man nichts sagen. Aber das, was ich jetzt sagen kann, ist, ich fahre jetzt ruhig, den Rest zocken wir hier wegbringen. Aber wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir das nächste beginnen wegführen. Mal schauen, was uns die anderen Sachen so bringen. Ich wünsche euch heute noch einen wunderschönen Tag bzw. schönen Abend, je nachdem wann ihr schaut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.